Willkommen zurück in Terraria, wir sind wieder im Dungeon. Ich habe Chris mal schnell die Necro-Rüstung gebaut und falls er sich doch noch zum Spielen entscheidet, habe ich hier auch noch gleich den Filmsblaster draufgeschmissen. Was? Denn er ist wieder da, habe ich gesagt. Falls noch irgendwer einen Schlüssel hat, bei mir ist gerade noch eine goldene Kiste. Mhm. Und worauf ich mich am meisten freue, die ganzen Shadow-Truhen in der Hölle. Das wird lustig, ja. Alter, diese... Hat noch jemand so einen krassen Hass für Pfeilfallen? Nee, eigentlich nicht. Alter, ich bin im Dungeon noch nie einmal verreckt. Ups. Angeber. Bin ich auch nicht. Ich hab noch eine Mana-Potion gekriegt. Mhm. Komisch. Was? Ich war der Meinung, ich hätte noch irgendwie einen Schlüssel gehabt, aber sag mal nicht. Mhm. Ich meine, du hast noch Fackeln. Ja, ich habe noch richtig viele, aber richtig, richtig, richtig viele. Kannst du mir ein paar geben, gibt's keine mehr? Da muss ich aber hochkommen. Nee, Quatsch. Das war Paul, der gerade hier ist, okay. Und noch ein Tolly Counter. Ich glaube, der Dungeon ist dann aber auch gleich wieder ausgelutscht. Nö, da ist noch eine ganze Menge Zeug, also... Ey, wie blöd ist das denn, wenn man hier beraubt ist, dann kann man nicht mal mehr Fallen platzieren. Oder so, ey, Scheiß ist das. Ach, du mein, drauf, und wie sich einfach die Sprachwege treffen. Manchmal versuche ich Hochdeutsch. Es kommt aber nur eine Art von Ostdeutsch versucht im Lehrerslang heraus. Und Chris Alexander spricht immer perfektes Hochdeutsch. Wie machst du das? Das war in der Grundschule schon immer so wunderschön. Meine Lehrer immer so haben mir immer gratuliert darauf, wie gutes Hochdeutsch ich spreche, weil ich habe in jedem Lebensjahr perfektes Hochdeutsch gesprochen. Gut, das glaube ich dir. Aber ich finde so Dialekt ist ja auch nicht schlimm, oder? Dafür kann ich absolut keine Dialekte oder Stimmen nachmachen oder sonst was. Das ist aber schade. Oh, ich hab ein Jojo! Ich werde sterben. Ich habe Jojo gefunden. Wer will ein Jojo? Was für ein Jojo? Den Valor. Valor. Glitzert es? Ich hör mal. Nein, es ist orange. Es hat eine orange Wertigkeit. Doch, Wailer. Keine Ahnung. Es leuchtet auf jeden Fall nicht im Dunkeln. Wie viel Schaden macht? So um die 26. Eigentlich auch schon wieder underpowered, oder? Aber für Jojo jetzt ja. Muramasa macht auch nur 23. Ja, weißt du, wozu ich das Muramasa brauche? Bei mir macht's nur 19. Fürs, hier... Night's Edge. Night's Edge. So ist das Ding. Dir fallen ja eigentlich nie die Fachbegriffe ein. Du weißt halt nur das, was du aus dem Wiki weißt. Ich habe mir das alles durch jahrelanges Zocken angeeignet. Das Wissen. Die Macht. Terraria habe ich nie so ewig viel gezockt. Terraria habe ich immer zwischendurch zum Spaß mit irgendwelchen Leuten gespielt und dann... Also ich finde, Terraria ist das PC-Game. Ja, wenn es halt extrem viel Spaß macht wie dir. Obwohl jetzt nicht mehr, jetzt ist es mehr so ein... Hey, ich hab noch einen Golden Key, vielleicht. Schön. Mehr Loot. Und da ist noch einer. Und ich habe eine Magic Meißel. Ich habe eine Magic Meißel für die. Habe ich für dich. Ja, die ist ganz in Ordnung. Aber ich weiß nicht, kannst du mal nachgucken, was das Mana da drauf ist? Oh, aber warte, ich schluck gerade. Blöder Darkcaster.
Oh ja, die gehen auf die Nerven. 10! Nein, ich hab minimiert, ich hab minimiert, ich hab minimiert. Also, ich hab grad 5 Tasten gleichzeitig gedrückt. Ja, gut. Muss man das mal schaffen. Ich bin ein fucking Naturtalent. Ja, nee, du, das Waterbolt macht 19 Schaden und 9 Mana, also... Hat zwar jetzt nicht so ganz den Effekt davon, da würde ich dann Wissensfest aus der Hölle noch benutzen, aber die Magic Missile an sich ist jetzt nicht so. Mhm. Ich hoffe, wir kriegen irgendwann den Magic Dagger, das ist immer noch meine Lieblingswaffe. Ja, den kriegen wir. Okay, warte mal, das ist auch egal. Also tust du die Muramasa, wenn du beim nächsten Mal stirbst, in irgendeine Kiste? Ja. Echt lieb von dir. Vielleicht bin ich da sogar noch eine. Irgendwie... Dir, Hagen, hatte ich, glaube ich, auch schon eine gegeben. Hagen hat, wenn ich mich recht erinnere, schon eine. Hagen, hast du zwei oder hast du eine? Hast du zwei? Ich hab eine. Ja, okay. Weil ich habe zwei gefunden. Und das Ding, was neben dem anderen Ding steht, weißt du, was das kann? Die Magic Meißel ist auch in so einer Truhe. Diese... Okay. Das Chemie-Ding. Ja, das, ja, davon habe ich 10. Ungefähr. Hi, Paul. Tschüss, Paul. Das ist für Potions machen. Was? Das Chemie-Ding, was ich so gut, oder? Danke. Achso, ich habe verstanden, lass für heute Schluss machen. Nein. Das war nicht der Plan. Und irgendwie droppt Paul auch immer ziemlich viel Geld. Paul, tust du das nie in eine Truhe? Oder ist dir das Geld einfach nicht wichtig? Hey, ich hab einen Blumen gefunden. Also ja, davon habe ich, meinen habe ich Paul gegeben. Und Paul hat keinen Bock mehr. Okay. Tschüss, Paul. Liegt es an der Ausrüstung? Ja, ciao, Paul. Ich würde mal interessieren, ob es an der Ausrüstung lag. Ich würde ihm gerne ein Besserungszeug besorgen. Oder er hat einfach keine Zeit mehr. Nee, ja. Er hat auch eine Mordenrüstung, wenn ich mich nicht daran erinnere. Ja, okay. Naja, Paul. Bis zum nächsten Mal. Ist er überhaupt noch in der Chatgruppe? Ja. Ciao, Paul. Ciao, Paul. Huch. Kommst du mal mit einem M8, du Scheiße. Manchmal verklemmt das immer in der Tastatur. Kommst du mal. Also ich habe das mit einem N geschrieben in der Aufnahme, das ist mir sowas von... Naja, peinlich nicht, aber... Hast du, Bildschirmaufnahme oder wie sieht das aus? Ich habe jetzt Aufnahme. Nein, es gibt in OBS doch verschiedene Aufnahmemodi. Du kannst eigentlich auch nur das Terraria-Fenster aufnehmen lassen und dann... Ja, hab ich doch. Gut. Glaube ich. Yay, ich habe auch eine Handgun gefunden. Schön. Wuhu. Ich höre mich immer von selbst doppelt, das ist immer noch strange. Hagen ist dran schuld. So, ich pack mal die Kuhn und das zweite Murasama da rein, ne? Muramasa. Ich habe auch ein Jojo gefunden. Scheiß drauf. Und ich habe noch einen Aquaceptor gefunden. Geht's halt für mich. Und ich habe noch zwei goldene Kisten gefunden. Also der Bone Glove ist ja mal übelst annehmbar, oder? Weiß ich nicht. Ich hab den jetzt noch nicht benutzt. So. Ich habe gerade so viel Spaß mit dem Book of Scrolls. Und ich habe nur noch einen Blue Moon. Ich hätte bei einer Blue Lou gesagt. Da sagst du von nichts von den Blues Brothers, hieß Blue Lou Marini. Hat richtig gut Saxophon gespielt. Es gibt ja auch The Blue. Das ist im Prinzip ein anderes Wort für Schleck. Doch, Mann, aber die zwei Kisten gefunden hast. Ja, ich hab gesehen, dass du zwei Kisten gefunden hast. Ah, nein. Hallo. Ich kann keine davon öffnen. Ich hab noch einen Schlüssel. Ich markiere mal hier den Punkt. Das geht? Nein, aber ich bin da, wo das... Wo das Teil so, halt ist. Okay. Ja, warte.
Aber nicht teleportieren. Oh. Das wäre ein bisschen Verschwendung. Nee, nee. Ich hab hier keine Potions so. Ich bleib einfach mal hier und kill ein paar Leute. Okay, das. Was ist denn hier? Rechts, okay. Ich hatte einen ziemlich guten Laufzug. Ja, das ist Handgun, gut gelaufen. Jojo und ein Gravitationstrank. Also ich bin so ein Kerl, ich kann mich nur auf eine Sache alles, gleichzeitig ne? kontrollieren. Und da ist noch so ein Witcher-Ding. Er lootet nie alles. Was? Wieso nicht? Ich finde hier immer halb volle Truhen. Achso, wir looten nie alles. Ich habe verstanden, lootet nie alles. Aber ich loot auch immer schön alles. Ich mache auf Loot All. Ja, ich drücke auch mal. Ja, genau, ich auch. Hier ist noch eine volle Kiste. Ich glaube, Hagen findet gleich die Kiste, die er gefunden hat. Und ich habe keine Kiste. Hi, ich hier. Ich habe keins mehr. Bitte. Hier unten. Ja, da oben habe ich auch gemacht gerade. Da war auch noch eine. Jetzt müssen wir wieder nach... Oh Gott, hier sind zwei. Jetzt müssten wir wieder nach Zeug fahren. Also ich mach die Gegner und du guckst nach den Schlüsseln. Oh, ich glaube, du bist gleich tot. Oh, das könnte sein, ja. Und ich habe einen Spike Naser bekommen, was auch immer das sein mag. Das hast du bekommen? Wir bräuchten halt wieder die Schleime, ne? Also ich habe noch ein ziemlich viel. Da ist ein Schleim. Ich mach ihn. Ich mach ihn. Ich mach ihn. Alter. Gab's in Dungeon nicht mal Herzkristalle? Oh, noch ein Godly Magic Master. Hier, bitte, kannst du haben. Oh, Godly. Hm. Komm, ich kann sie ja mal benutzen, ne? Ja. Gut, oh, Mann. Damage, das ist eigentlich voll gut. Und der hat die. Diese Pistole konnte man auch irgendwie ausbessern. Ja, mit Höllenbarren, aber wir haben nicht mehr genug Höllenbarren. Kannst du damit nicht umgehen? What the fuck macht das für ein Knockback? Was zur Hölle? Ja. Die Kisten auch aufsammeln. Mhm. Wieso? Mehr Platz ist immer gut. Mhm. Ich sehe mich mal nach so ein paar von diesen Hobby-Schleim-Dingern rum. Hobby-Schleim? Ja, hier diese hopsenden Schleim-Dinger. Ach, hopsende. Ich habe hier noch eine Truhe gefunden. Willst du mir aber leider nicht viel. Also nicht Truhe, sondern Schleim. Kriegst du den alleine hin? Oh, Ultra-Lag, Ultra-Lag, Ultra-Lag. Oh, okay, ich glaube, du bist tot. Ja. Merkt man das? Ich hab's irgendwie noch nicht so schnell mitbekommen. Huch, warum ist Paul wieder da? Ach nee, ich sagen. Oh, mit Alex? Warte mal kurz. Zwei Golden Keys. Was denn? Hier, gib ein paar von den Schlüsseln Georg. Gut, noch so ein Jojo. Wir haben sechs Schlüssel, Georg, ne? Ich weiß. Und ich habe zwei, ich habe noch einen und ich habe noch eine Truhe. Ich würde sagen, dann kriege ich auch nach Hause. Man muss ja mal wissen, wann Schluss ist. Und ich habe noch. Also, ich habe eine Erneuerung Magic Master. Was? Wir haben im Prinzip eine volle Kiste los. Na, das ist doch was Schönes, oder? Jo. Ich hätte mir gewünscht, dass wir vielleicht noch ein paar. Schilder zu kriegen, aber. Ja. Also ja, ich habe eins und Hagen hat eins. Also ich habe jetzt den ganzen Dungeon durchgeguckt. Also, dass du eins kriegst, wäre wahrscheinlich ziemlich gut. Ich habe eins. Ich habe schon längst eins. Ja. Und ich habe eine Mörder-Nase. Die macht aber ein bisschen weniger Damage. Ist aber schön fucking schnell. Würde ich sagen. Grase ich mit der nochmal kurz hier den Dungeon ab. Und dann. Jo. Und dann ist Schluss mit lustig. Für was ist eigentlich diese komische blaue Kiste hier? Die musst du, da gibt's so einen Special-Schlüssel, der hat so eine Drop-Chance von 1 zu 10.000 im Hard-Mode. Und wenn du so eins findest, dann. Ach, kannst das ist die Hello-Chest. Ja. Was dachtest du? Darum geht's mir doch, welche Kiste ist das? Ja, das ist die Hello da oben.
Ja, die Crimson habe ich auch schon gesehen. Warum kann ich keine Sweats casten? Okay. Ich glaube, ich gehe wieder nach Hause. Tschüss. Okay. Das war nett. Ich hau mit dem Timer ein bisschen hier rum. Viel Schaden macht's ja nicht. Aber es ist lustig. Meine Karte sieht auch so ein bisschen komisch aus, einfach weil die Skulls durch die Wände gehen und dann gibt das da Licht. Und also auch es gibt noch wenig Ton im Dungeon. Oder? Ne, die gehen gar nicht. Das sind die Wizard-Dinger. Die das machen. Warum meine Karte so kaputt geht, aussieht. Fragst du doch! Karte? Huch, was ist das? Ach, ich habe auch so ein Ding gefunden, das die Kills zählt. Ich habe davon 3. Das mit dem Autoswing ist sowas von der Erleichterung. Welche Waffen waren das noch, dass das auch noch hat? Das Kobaltschwert und Excalibur. Und die Terra Blade und die Pumpkin Blade. Mehr fallen mir momentan nicht ein. Gibt bestimmt noch ein paar. Braucht jemand noch ein paar Keys? Nein. Ich glaube, ich liebe offiziell das Book of Skulls. Ja. Einfach weil es so schön viel Schaden macht. Gay. Und die Katane ist eigentlich annehmbar. Halt nur ein bisschen wenig Knockback. Ah ne, die Muramasa. Achso. Ja. Ah, da ist noch eine Dartfalle. Falle. Du kannst sie doch einfach da lassen. So, okay. Es gibt sogar extra Tränke, mit denen man die Scheißdinger besser sehen kann. Weiß. Hier ist noch eine Kiste. Okay, ich glaube, wir haben alle Dungeon-Durchgänge durchforstet. Das war ja schnell. Nein, ich will noch weitermachen. Sind die... Ich dümpel sonst hier noch ein bisschen im Dungeon rum. Ja, und bitte. Vielleicht bin ich noch irgendwas Cooles. Ich weich den Gegnern einfach nur aus. Huch. Hat einer noch irgendeine unverschlossene Truhe? Ich habe noch keine gefunden, aber ich habe auch 6 Schlüssel, also. Ja. Würde ich sagen, war's das mit dem Dungeon, oder? Wie gesagt, ich dümpel hier noch ein bisschen drin rum. Bitte. Ja, ne Katana, die macht 20 Schaden. Ich mach hier noch ein bisschen Stuff weg, ja. Obwohl, Bones sind ja eigentlich cool. Aber jetzt weit gehe ich ein bisschen zurück. Ich schau mir mal den Loot an. Crimson Rod. Ich mach noch ein bisschen Zeug hier in die Truhe, okay? Tu das. Ich lass noch ein paar Fackeln da. Ich glaube, wo ich hingehe, brauche ich die nicht mehr. Ha, ich hab noch eine Kiste gefunden. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt nach Hause und check mal kurz durch die Hölle durch. Also bis zur nächsten Folge. Ich hab noch einen Murasama gefunden. Muramasa. Kannst gerne behalten oder Chris geben. Ich glaube, Chris wäre richtig scharf auf das Teil. Ja, ich schreibe ihn mal an. Also erstmal hier bis zur nächsten Aufnahme. Ciao.